Du bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat den Mut, ganz sicher Robin Hood. Leute, da unten ist etwas, eine Kutsche. Ah, das gibt eine schöne Beute für uns ab. Ich glaube, das muss ich sofort dem Chef erzählen. Halt, bleibt stehen und ergebt euch, ihr habt keine Chance. Wer bist du? Was soll das? Mach den Weg frei für uns, Junge! Ich bin Mutch, der Bandit, und ich gebe die Befehle hier im Sherwood Forest, verstanden? Also, wenn euch euer Leben lieb ist, gebt mir sofort euer Vermögen und macht euch dann aus dem Staub. Na los, ich warte! Du willst ein gefährlicher Bandit sein? Du bist doch noch ein Kind, dass ich nicht lache! Wenn du uns ausrauben willst, versuch es doch! Kommt doch her, Gentlemen, wenn ihr euch traut. Tretet vor und kämpft. Ich bin bereit. Ich zerschlag euch die Knochen im Leibe. Was geht hier vor? Warum rennt ihr plötzlich alle weg? Diese Feiglinge. Was ist denn da los? Da schreit jemand. Es kommt von da drüben. Zusammenreißt, fressen dich meine Riesen auf. Das darfst du nicht zulassen. Oh. Oh. Sie ist nur ohnmächtig. Sie wird schon wieder aufwachen. Oh, was haben wir denn da? Ein Kreuz aus purem Gold. Das muss sehr wertvoll sein. Ich werde sie durchsuchen. Ja, es könnte sein, dass sie noch mehr Schätze bei sich hat. Was war das? Wer seid ihr? Wie kannst du es nur wagen, ein hilfloses Mädchen auszurauben? Du solltest dich für diese Feigheit schämen. Was soll das heißen? Es ist nicht meine Schuld, dass sie ohnmächtig ist. Kommt her, ihr Riesenkrieger! Verjagt diese Kinder! Bringt ihnen das Fürchten bei! Attacke! Gedauert, sie zu bauen. Ich werde allein gegen euch kämpfen. Nein, warte! Hallo, Chef, alles in Ordnung? Du bist also der Anführer dieser Diebesbande. Allerdings, du hast recht. Ich bin das Oberhaupt der Banditen von Sherwood Forest. Und mein Name ist Big John. Big John, ach wirklich? Genau. Du trägst schöne Kleider, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass ihr adligen Lügner und Betrüger seid. Du bist wohl hungrig. Na gut, du bekommst eine Schale frische Milch, aber nur, wenn du versprichst, ganz brav zu sein.
Der harte Bursche spielt mit einem Schmusekätzchen. Ich würde sagen, Little John passt besser zu ihm. Das gefällt mir, Little John. Wie kannst du es wagen, mich lächerlich zu machen? Ich fordere dich auf der Stelle zum Duell. Merkt ihr genau die Regeln? Wer als Erster fällt, der hat verloren. Einverstanden, aber wenn ich gewinne, musst du das blonde Mädchen freilassen. Mich hat noch niemand besiegt. Du hast keine Chance. Robin, pass auf! Ja, guck mal! Es wäre doch gelacht, wenn du nicht gewinnen würdest! Nur nicht müde werden, Chef! Bleib dran, schlag ihn nieder! Bist du der tapfere Held, der mich vor dem Riesen gerettet hat? Ich danke dir von ganzem Herzen. Meine Dame, das soll wohl ein Scherz sein. Weiter so! Hurra, hurra, ja! Entschuldigt bitte, könnt ihr mir vielleicht sagen, warum die beiden kämpfen? Der Bandit hat Robin zu einem Duell gefordert. Wenn Robin gewinnt, wirst du freigelassen. Oh, peinlich. Das ist ja wirklich schrecklich vulgär. Ein echter Gentleman würde niemals um eine Dame kämpfen. So, jetzt mach ich dich fertig. Nein! Winifred! Hab ich dich endlich! Lass uns jetzt weiterkämpfen, ich geb's dir! Lass mich nicht einschüchtern! Gib auf, du kannst mich nicht besiegen, verstehst du? Das werden wir ja Was sehen! Was hast du vor, willst du etwa weglaufen? Nein, aber ich will nicht gegen dich kämpfen. Du hast das Leben meiner Cousine gerettet. Das hat nicht das Geringste mit unserem Duell zu tun. Wir Banditen führen unsere Kämpfe immer zu Ende. Oh mein Kopf. Wir müssen unser Versteck vor dem Angriff sichern. Ach, Matsch, sieh dich tatenlos zu, lauf los und hol Verstärkung, beeil dich! Ja, Sir! Ich fürchte, die Soldaten von Lord Elwin greifen uns an. Elwin ist dir auch auf den Fersen? Warum verfolgt er dich? Ich bin Marion, ein Mitglied der Familie Lancaster. Lord Elwin hat mir aufgelauert und mich als Geisel genommen. Ich war auf dem Weg zu seinem Schloss in Nottingham. Du warst die Geisel von Lord Elwin? Wie schrecklich! Meine Eltern waren völlig verzweifelt. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten mich mitgehen lassen. Sonst hätte Lord Elwin seine Soldaten auf uns gehetzt. Sie hätten unser Schloss zerstört, unsere Tiere getötet und unsere Ernte verbrannt. Wir hätten alles verloren. Das Kreuz, wo ist es? Oh nein, unser Versteck ist nicht mehr zu retten. Wir werden sie in die Flucht schlagen. Verzweifelt nicht, wehrt euch! Angriff! Das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Spiele. Wer sagt denn, dass ich spiele? Wirf mal einen Blick darüber. Das ist unsere Geheimwaffe. Wenn ich stark genug an diesem Seil ziehe, kann ich den Holzstoß in Bewegung setzen. Das schaffst du niemals allein. Du hast recht. Pass auf. Ich habe eine glänzende Idee. Thank you.
Schnell, kommt mit, wir müssen fliehen. Aber wohin sollen wir denn gehen? Hört auf zu streiten, beeilt euch. Robin! Unser Duell ist noch nicht entschieden. Denk daran, wir müssen weiterkämpfen. Wann immer du willst, Little John. Lächerlich. Wie konnte dem mächtigsten Mann von Nottingham so etwas passieren? Die Banditen von Sherwood Forest haben euch Lady Marian geraubt. Das ist unglaublich, Lord Elric. Ihr hättet zweifellos den Raub des Mädchens verhindern können. Aber ihr wart ja nicht zur Stelle, Lord Hereford. Ihr braucht euch um die Banditen im Sherwood Forest nicht zu sorgen. Ich weiß, wie man mit ihnen fertig wird. Was sagt ihr da? Der tapferste Offizier meiner Armee ist tatsächlich bereit, gegen eine Horde zerlumpter Schurken ins Feld zu ziehen? Mit einem von ihnen habe ich noch eine Rechnung zu begleichen. Ich will Rache und ich bekomme sie. Er hat mich im Kampf kaum verwundet, aber er hat meinen Stolz verletzt. Und dafür muss er mit dem Leben bezahlen. Kommt nur her, meine Kleinen! Oh, Lord Hereford, glaubt ihr wirklich, ich stelle euch meine Truppen nur zur Verfügung, um einen Haufen von Gesetzesbrechern zur Strecke zu bringen? Ihr seid ein ahnungsloser Narr. Ihr wollt Marian für euch? Na schön, ihr sollt sie haben. Jetzt habe ich dich, mein Zuckerpüppchen. Du bist meine Gefangene. Ich werde dich nicht mehr gehen lassen. So, von hier an werde ich meinen Weg alleine weitergehen, Robin. Ganz allein? Aber wieso denn? Lord Elwin hat es darauf abgesehen, dich zu töten. Du riskierst dein Leben, wenn du mich begleitest. Es wäre viel zu gefährlich für dich. Meinst du wirklich? Das Schloss, auf dem ich mit meiner Familie lebe, ist nicht mehr weit entfernt von hier. Mach dir keine Sorgen um mich. Wie du meinst, aber pass auf, dass dir keine Riesenkrieger begegnen. Ich möchte dir dafür danken, dass du mir das Leben gerettet hast, Robin. Aber mach dir keine Sorgen. Meine Familie ist mächtig und von edlem Geblüt. Sie wird mich vor Lord Elwin schützen. Ich bin eine Tochter der Lancasters. Sieht aus, als wäre diese Kette sehr wertvoll. Ich werde es niemandem erzählen, nicht mal dem Chef. Das bleibt mein Geheimnis. Was war das? Ach, egal. Ich muss diese Kette bald verkaufen. In der Stadt bekomme ich bestimmt viel Geld dafür. Das ist ja ein Monster! Thank you.
Sagt mal, Bruder Tuck, was tut ihr da eigentlich? Bastelt ihr an einer neuen Erfindung? Das würdet ihr wohl gerne wissen, was? Oh ja, bitte, sagt es uns. Also gut, hört zu, ich werde euch erklären, was es ist. Ich kann nicht, das ist ein Geheimnis. Ah! Guten Tag. Robin, hattest du unterwegs Schwierigkeiten? Musstest du gegen Bären oder Wölfe kämpfen? Nein, es ist alles gut gegangen. Robin, dieser seltsame Mönch hat uns angeboten, bei ihm zu wohnen, solange wir wollen. Wie findest du das? Dieser seltsame Mönch? Was willst du damit sagen, Kleine? Ich lebe zwar gerne in der Einsamkeit, aber trotzdem liebe ich die Gesellschaft von fröhlichen jungen Leuten. Also, wenn ihr einverstanden seid, mit euch habe ich bestimmt mehr als genug davon. Was hältst du von dem Angebot, Robin? Das ja. ist überhaupt keine Frage. Wir können nicht hierbleiben. Wieso? Robin! Ihr wisst genauso gut wie ich, dass uns die Soldaten von Lord Elwin auf den Fersen sind. Früher oder später werden sie uns finden. Wenn wir hierbleiben, bringen wir Bruder Tuck in Gefahr. Ja, du hast vollkommen recht. Sorgt euch nicht, Bruder Tuck. Wir passen auf uns auf. Wir finden ein Plätzchen, wo wir leben können. Und was wollt ihr tun, wenn ihr kein Versteck findet? Den Soldaten in die Arme laufen? Wir finden ein Versteck. Dort bauen wir uns einen Unterschlupf. Schön und gut. Aber was wollt ihr tun, wenn ihr kein Material für den Unterschlupf findet? Es gibt genug Holz im Wald. Daraus bauen wir eine Hütte. Aber was macht ihr, wenn eure Kräfte nicht ausreichen, um eine Hütte zu bauen? In diesem Fall schlafen wir eben unter freiem Himmel. Du bist ein schlauer Junge. Um dich brauche ich keine Angst zu haben. Der Sherwood Forest ist voll von so vielen Geheimnissen, die man mit Worten allein nicht beschreiben kann. Ich wünschte, ich könnte sie erforschen mit all dem Wissen, das ich habe. Ein geflügeltes Pferd durchwandert den Himmel. Tau fällt von den Sternen am Firmament. Und jede Nacht feiern die Elfen unter den Blättern der Bäume ihre Feste. Ihr redet ja fast so wie ein Kind, Bruder Tuck. Glaubt ihr denn wirklich an diese fantastischen Geschichten? Aber natürlich, ich bin überzeugt, dass sie wahr sind. Ganz ehrlich? Hört mal, Kinder, der Glaube ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Er ist eine Sache des Herzens. Gott hat Millionen von Menschen erschaffen. Und verglichen mit ihm sind wir nichts. Und wenn der allmächtige Gott es nur wollte, würden auch die Fabelwesen existieren. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Ich habe das Monster wirklich gesehen. Ich kann's beschwören. Ach, hör doch auf. Das interessiert mich nicht. Die Suche nach dem Mädchen ist mir im Augenblick viel wichtiger. Was? Ich muss sie so schnell wie möglich finden, sonst kann ich mein Duell mit Robin nicht beenden. Ach, Chef, was redest du da? Wenn du dich duellieren willst, musst du auf die Suche nach Robin gehen. Du willst doch nur das Mädchen wiedersehen. Gib's lieber zu, statt immer nur nach Ausreden zu suchen. Du bist schuld an meinem Versagen, du und deine blöden Geschichten über dieses Monster. Es ist alles nur deine Schuld. Du hörst nicht zu, bist unvorsichtig und hast immer Geheimnisse vor mir. Ich kann dir nicht mehr trauen, weil du unehrlich bist. Willst du wissen, was die anderen über dich sagen? Willst du es wirklich wissen? Dann hör zu. Sie sagen, dein bester Freund ist ein Knüppel und du bist ein Lügner. Das war wirklich nicht nötig, aber jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich gehe, ich will nicht mehr zu deiner Bande gehören. Es ist vorbei. Hey, lauf nicht weg! Es ist nur seine Schuld. Er hätte mich nicht anlügen dürfen. Dann wäre das alles nicht passiert. Wo war? Sag mal, bist du nicht einer von den Banditen? Jetzt nicht mehr. Niemand mag mich. Alle halten mich für einen Lügner und sie haben mich ausgestoßen. Du hast ein Monster gesehen? Natürlich. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Es kam aus dem Wasser und starrte mich an. Mit riesengroßen, flammenden Augen. Du glaubst mir wohl auch nicht, was? Ihr haltet mich alle für einen Lügner, genau wie die anderen. Hör zu, Matsch, ich habe eine Idee. Warum führst du uns nicht zu dem See, in dem das Monster lebt? Der beste Weg, die Wahrheit herauszufinden, ist selbst nachzusehen. Willst du wirklich hingehen? Da
macht mir Angst. Ich will schnell weg von hier. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Winifred. Es gibt doch keine Monster. Da ist es da! Hä? Oh nein, das ist unmöglich. Haltet ihr einen Baumstamm etwa für ein Monster? Ich hab doch gesagt, es gibt keine Monster. Oh, da kommt ja der Chef. Little John. Sag bloß, du bist hergekommen, um unser Duell zu beenden. Es ist nicht fair, deine Bande als Verstärkung mitzubringen. Haltet den Mund! Seht mal, wer uns auf den Fersen ist. Soldaten, die unser Versteck angegriffen und in Brand gesetzt haben. Es sind ziemlich viele. Was sollen wir denn tun, Rubble? Wir haben keine Möglichkeit zu entkommen. Winifred, Barbara, kommt her, setzt euch auf den Baumstamm. Ich will nicht ins Wasser fallen. Habt keine Angst. Oh. Nein, komm zurück, das Monster ist in diesem See. Allmählich gehst du mir mit deinem Monster auf die Nerven. Achtung, sie kommen! Vergessen wir unseren Streit und kämpfen wir gemeinsam gegen sie. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ist es nicht besser zu fliehen? Wir können nicht immer weglaufen. Wir müssen uns stellen. Wir müssen zusammenhalten. Ja, gemeinsam können wir sie schlagen. Ja, der Vorschlag von Robin ist gut. Wir greifen an. Aber eines lass dir gesagt sein. Ich, Big John, bin der Chef vom Sherwood Forest. Hast du mich verstanden? Hör auf, wir verlieren nur Zeit mit dem sinnlosen Geschwätz, Little John. Nenn mich nicht nochmal Little John. Kommt, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Los, gehen wir. Attacke! Robin. Auf, Robin! So, das Spiel ist aus. Ihr sitzt in der Falle wie die Ratten. Oh, aber das gibt's doch nicht. Das ist ja das Kreuz von Marion. Ich hab's hier vergessen. Bitte rette uns vor den Soldaten. Winifred, ich hab solche Angst. Ich hab nicht gelogen. Halt den Mund. Komme! Das Monster wird euch nicht kriegen. Ich komme euch zu Hilfe. Robin! Robin, beeil dich. Es kommt immer näher. Thank you.
Gott hat Millionen von menschlichen Wesen erschaffen. Jedes von ihnen mit einem eigenen Herzen und eigenen Gefühlen. Aber verglichen mit Gott sind individuelle Gefühle kleine, winzige Dinge. Meinst du, das Monster wird ihn fressen? Robin! Seht her, ich habe das Monster von dem Pfeil befreit. Daraufhin hat es sich beruhigt. Du bist tapfer. Sieh dir mal das Monster genau an. Es ist gar nicht so hässlich. Wer weiß, vielleicht herrscht das Monster über diesen See und möglicherweise gehört ihm sogar der ganze Sherwood Forest. Der Glaube ist eine Frage des Herzens. Gott hat die verschiedensten Kreaturen geschaffen, aber verglichen mit ihm sind wir gar nichts. Bruder Tuck ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er hat erkannt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Achtung, Kinder! Ich bin hier, um das Monster zu fangen. Darum werde ich jetzt das Netz auswerfen. Aber was habt ihr denn da gemacht, Bruder Tuck? Kannst du mir vielleicht erklären, was Bruder Tuck vorhat? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Wir kennen ihn zwar noch nicht sehr gut, aber ich glaube, er ist ein weiser Mann, von dem wir viel lernen können. Bin ich?
das für ein Umhang? Jetzt weiß ich. Dieser Umhang gehört dem Ritter. Ich danke euch, edler Ritter, dass ihr mich gestern Abend gerettet habt. Es scheint mir, als seid ihr ein Mädchen von Adel. Was um alles in der Welt macht ihr allein an so einem gefährlichen Ort? Hä? Wieso fragt ihr? Keine Sorge, ihr braucht nicht zu antworten. Jeder Mensch hat irgendein Geheimnis, das er niemandem verraten möchte. Dein Name ist doch Robert Huntington, aber du nennst dich nur Robin. Hab ich nicht recht? Ja, aber woher wisst ihr das? Da fragt ihr, woher ich das weiß, wo ich doch der weiseste Mann des Waldes bin. Und wenn du gut zuhörst, dann erzähle ich dir etwas, das dich vielleicht interessieren wird. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber der Bogen, den du da hast, ist verzaubert. Was sagt ihr da? Mein Bogen ist verzaubert? Jene mit unreinem Herzen, betrügerischer Seele und bösen Gedanken können durch Gottes Willen diesen Bogen nicht benutzen, mögen sie sich auch noch so anstrengen. Was? Verstehst du nicht? All jene auf dieser Welt, die Böses im Schilde führen, können diesen Bogen nicht spannen und seien sie noch so mächtig. So was höre ich zum ersten Mal. Ja, ich weiß alles. Ich bin nämlich der klügste Mann des Waldes. was hast du vor? Bruder Tuck, warum versucht ihr es nicht? Wenn ihr den Bogen nicht spannen könnt, bedeutet das, dass ihr kein reines Herz habt. Na los, nehmt den Bogen oder traut ihr euch etwa nicht? Also gut, meinetwegen, ich werd's versuchen. Als Mönch bin ich ein Leben lang gottestreuer Diener gewesen. Mein Herz ist... Ich hab nur Spaß gemacht. So was Blödes und darauf falle ich auch noch rein. So, jetzt bin ich fertig. Nur ein kleines Geschenk für den Mann, der mich gerettet hat. Oh, verzeiht. Vielleicht ist ja ein Blumenkranz einem Ritter wie euch nicht würdig genug. Doch, darüber freue ich mich sehr. Oh, schön. Ich habe schon gedacht, es gefällt euch nicht. Hier. Es wird Zeit, ich muss gehen. Ihr müsst gehen? Aber wohin? Ich weiß es noch nicht. Dorthin, wo es eine lohnende Beute für mich gibt. Ich bin in den Wald gekommen, um zu jagen. Ich darf nicht mit leeren Händen zurückkehren. Also lebt wohl. Sagt mir, werde ich euch jemals wiedersehen? Wenn
es das Schicksal so will, dann ja. Vater, aber... Nun habe ich meine Beute doch noch gefunden. Und zwar viel schneller, als ich gedacht habe. Aber wer bist du? Ich kenne dich nicht. Gilbert. Na los, nur Mut, Robert Huntington. Spanne deinen Bogen. Ich bin Gilbert und ich gehöre zu Lord Elvins Rittern der Schwarzen Rose. Was sagst du dazu? Gilbert! Jetzt, da du's weißt, spanne endlich deinen Bogen und schieß einen Pfeil auf mich ab! Du Verräter! Beim letzten Mal hattest du anscheinend Glück genug, mir das Gesicht zu entstellen. Doch diesmal wirst du weniger Glück haben. Na schön.
Es wird bald ein Gewitter aufkommen. Ich muss mich beeilen und Robin holen. Nur zu, heb es auf. Ich bin kein Feigling. Ich kämpfe nicht gegen Unbewaffnete. Worauf wartest du? Ergreife endlich das Schwert. Oder hast du etwa Angst? Vielleicht bist du ja von uns beiden der Feigling. Das wagst du mir zu sagen? Darauf habe ich lange gewartet. Mist! Das war erst der Anfang, Robert Huntington. Oh, wenn nur der edle Ritter hier wäre. Du machst es mir nicht gerade schwer. Marion, ganz ruhig, ich helfe euch, ich zieh euch rauf. Das Leben gerettet. Schon gut, aber was macht ihr eigentlich hier? Ich bin doch noch einmal zurückgegangen, weil ich mein Kreuz suchen wollte. Aber dann bin ich vom Weg abgekommen und habe mich im Wald verlaufen. War das vielleicht ein goldenes Kreuz? Ja. Oh, ich bin so furchtbar unglücklich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Es ist das Familienwappen der Lancasters. Das habt ihr verloren? Ja. Und ohne dieses Familienwappen wird Baron Elvin mich niemals als eine Lancaster anerkennen. Wo kann es nur sein? Und was das Schlimmste ist, es war das einzige Erinnerungsstück meiner Mutter. Gib sofort den Bogen zurück. Mein Vater hat ihn mir geschenkt. Du hast ihn von deinem Vater? Einen schöneren Tod als durch den Bogen deines Vaters hättest du dir nicht aussuchen können. Nun auf Wiedersehen, Robin. Was ist das? Wie ist das nur möglich? All jene, die auf dieser Welt Böses im Schilde führen, können diesen Bogen nicht spannen und seien sie noch so mächtig.
Jetzt ist es aus mit dir, Robin! Normalerweise verschone ich wehrlos, aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Hilfe! Nun hast du selbst gesehen, wie es ist, gedemütigt zu werden. Lass es dir eine Lehre sein. Leb wohl. Gilbert ist zwar recht intelligent, aber manchmal lässt er sich von seiner Leidenschaft hinreißen. Er ist tüchtig und schlau, unser edler Ritter. Allerdings wird er sehr viel Glück brauchen, um gerade die eine Blume zu finden, die ihm so viel bedeutet. Hast du dir schon etwas einfallen lassen, wie wir Marion entführen können? Warum organisieren wir nicht eine große Hetzjagd? Natürlich jagen wir nicht Hasen, Rehe oder Ähnliches. Nein, wir jagen Mensch. Und dazu brauchen wir scharfe Hunde. Scharfe Hunde? Oh, wie interessant. Also mir gefällt die Idee einer Hetzjagd. Wird mir ein Vergnügen sein. Und dann werde ich Marions Vorhund. Ihr Reichtum wird der meine sein und alles andere erledigt sich schon von selbst. Diese herrlichen Blumen. Ein idealer Platz. Ein schöner Ort, sonnig mit einer leichten Brise. Stimmt's, Marianne? Wie? Oh ja. Wenn ich ihn besiegen will, muss ich fleißig trainieren, damit mein Körper stark und gelenkig wird. Ah! Oh Gott, wie sehen denn meine Füße aus? Es ist ja überall ganz sumpfig hier. Tja, dann müssen wir eben weitersuchen. Also, wie findet ihr diesen Platz? Hier ist es doch luftig und sonnig, oder etwa nicht? Ich weiß nicht. Mir gefällt es hier gar nicht. Es gibt ja nicht eine einzige Blume. Schön luftig ist es hier. Fast stürmisch. Außerdem ist die Quelle viel zu weit weg. Gehen wir. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr weiter. Ich bin noch müder. Ich kann nicht einen Schritt mehr weiter. Hörst du? Ihr Mädchen habt ja recht. Aber man muss etwas Geduld haben. Versteht ihr? Den geeigneten Ort haben wir noch nicht gefunden. Robin, bleib doch mal in unserer Nähe und überleg mit uns gemeinsam. Und was bitte? Na hör mal, wir suchen alle nach einem geeigneten Ort und du turnst immer nur in der Gegend rum. Aber ich helfe euch doch so gut ich kann. Das kannst du aber besser. Den ganzen Tag trainierst du nur. Und wozu das alles? Ich bringe meinen Körper in Form, damit ich jedem Gegner ebenbürtig bin und ihn schlagen kann. Du bist doch sonst nicht so verbissen. Es muss einen Grund dafür geben. Ist was passiert? Nein, gar nicht. Was denkst du denn? Es ist alles in Butter. Seht mal, was ich für Muskeln habe. Und jetzt mein berühmter Salto Mortale. Hoppla! Robin! Oh nein. Robin, wo bist du? Robin, antworte doch! Wenn er nun ertrunken ist? Oh je, Robin, diese Höhe. Oh, es sind Damen da!
dabei. Sei nicht albern. Ich zieh nur ein paar Sachen aus, um in den Fluss zu springen. Willst du baden gehen, Will? Robin! Oh, du bist ja ganz trocken. Du lebst. Bist du es wirklich? Ich bin's und mir geht's prima. Übrigens habe ich etwas Interessantes entdeckt. Folgt mir. Ist das spannend. Hey, hey, nun wartet doch auf mich. Ihr werdet Augen machen. Das ist ein tolles Plätzchen. Auf Wiedersehen, alle miteinander. Es tut mir leid, Robin. Lebt wohl. Hallo, wo seid ihr denn alle? Nun passt auf, hier beginnt ein geheimer Tunnel. Bleibt ganz dicht hinter mir. Das ist ja toll. Sieh mal, wie schön. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist der richtige Platz. Hier kann uns keiner so leicht entdecken. Ah, oh, fantastisch. Hier sind wir gut geschützt. Ist das nicht ideal? Das ist ja wie auf dem Dach von einem Schloss. Es ist sonnig und die Aussicht ist von besonderer Schönheit. Außerdem haben wir genügend Wasser in der Nähe. Gut gemacht, Robin. Wo ist Marianne? Was? Ich weiß nicht. Ich dachte, sie wäre vorausgegangen. Vielleicht hat sie sich beim Raufklettern verirrt. Das ist doch möglich. Ich suche sie und ich werde sie finden. Ich kehre ins Schloss von Nottingham zurück, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Ich will meinen Eltern weitere Schwierigkeiten ersparen. Was ist denn das für ein Lärm? Ich bin aus einer vornehmen Familie und ich werde mit Würde sterben, auch wenn es mir noch so schwer fällt. Die Stunde des Todes ist gekommen. Marianne! Robin! Marianne, halte dich an mir fest! Marianne, sie dürfen uns nicht erwischen. Sie sind hinter mir her. Du musst dich retten, hörst du? Ich lass dich nicht im Stich. Komm hier lang. Oh, auch das noch. Wir müssen es wagen, Marianne. Ja, gut. Wir müssen weiter. Ihr seid ja wirklich zu blöd. Ich bin doch hier. Sei vorsichtig.
Werden die Hunde denn nie müde? Hier geht's nicht weiter. Ganz einfach, ich verstecke mich dort. Dieser Wolf hat nur angegriffen, weil er seine Jungen beschützen wollte. Das kann ich gut verstehen. Sie sind zu niedlich. Das wird ja wunderschön. Hey, lieber Robin! Willkommen, Prinzessin Marion! Tuck, das ist ja großartig, dass du uns hilfst, dein Haus zu bauen. Wo bleibt ihr denn? Wir arbeiten hier wie verrückt. Nun, es gab ein paar Probleme. Während ihr euch amüsiert habt, haben wir den ganzen Tag geschuftet. Ja! Entschuldigt und regt euch bitte nicht auf. Es tut mir so leid, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt. Macht nichts. Hauptsache, ihr seid wieder da. Uns geht es blendend und jetzt werde ich den Bau des Hauses zu Ende führen. Weißt du denn überhaupt, wie das geht, Robin? Hast du schon mal ein Haus gebaut, mein Junge? Allerdings. Lass dir deshalb keine grauen Haare wachsen. Dieser Stamm muss noch gestützt werden. Passt nicht richtig. Na, das werden wir gleich haben. Du hast doch gesagt, du weißt, wie man ein Haus baut. Du Lügner! Ich habe aber nicht gelogen. Was war das für ein Haus? Das war ein Hasenstall. Das ist alles deine Schuld. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Robin, du bist einfach zu nichts zu gebrauchen. Nun, Kinder, ich glaube, ich bin etwas müde und werde nach Hause gehen. Außerdem habe ich ziemlichen Hunger. Oh je, was für eine Zeitverschwendung. Hast du schon einmal einen Albtraum gehabt? Du schreist auf, du rennst und während dich Schatten immer mehr bedrängen, wird die Panik immer größer. Kannst du dich noch an die Nacht erinnern, in der du schweißgebadet aufgewacht bist, während all die anderen friedlich schliefen? Sei mutig
und zeige der magischen Welt deiner Träume nie, dass du Angst hast. Schweren Schritt. Werde also sofort sterben! Sind hoch erfreut, euch zu sehen, lieber Guy von Gisborne. Ihr seid ein berühmter und bekannter Söldner. Ich habe eine Bitte an euch, die ihr mir hoffentlich erfüllen könnt. Würdet ihr das Leben eines jungen, unschuldigen Mädchens retten und eine gefährliche Verbrecherbande vernichten, die sich im Wald versteckt hat? Würdet ihr diese Mission annehmen, Teurer? Nun, so antwortet endlich! Ich verlange eine Antwort! Baron Elwin, wenn dieser Auftrag angenommen werden soll, müsst ihr eine entsprechende Belohnung aussetzen. Ja, richtig. Wir haben uns noch nicht über die Bezahlung geeinigt. An was habt ihr denn gedacht? Ha, wie wäre es mit 10 Dukaten? Ihr verlangt doch nicht etwa 100. Das ist zu viel. Der Preis ist zu hoch. Das ist ja eine unglaubliche Unverschämtheit. Nun gut. Aber bevor ich zahle, möchte ich mich vergewissern, ob ihr auch wirklich so geschickt seid, wie man es mir berichtet hat. Eine Probe. Aufhören, aufhören, ich hab genug gesehen. Guy von Gisborne, ihr sollt eure 100 Dukaten bekommen, vorausgesetzt, ihr vernichtet diese Verbrecher. So, das ist also der berühmte Guy von Gisborne. Der wird ihn bestimmt ganz schön zusetzen. Wo hast du denn diese Früchte gefunden? Ist es noch weit von hier? Hier drüben. Oh, was ist denn los? Naja, ich dachte, sie wären schon reif, Robin. Aber vielleicht sehen die ja immer so grün aus, oder? Oh, Gitti, sie schmecken auch nicht. Wie schade. Nimm die Beine in die Hand. Lass uns woanders weitersuchen, Will. Ja, aber wir müssen endlich was finden, sonst müssen wir uns Barbaras Gejammer anhören. Ich hab Hunger. Ich will endlich was essen. Mir knurrt der Magen. Ich bin schon ganz dünn. Ich hab Hunger. Hunger! Wo bleiben die beiden nur? Es ist ganz bestimmt nicht so einfach, etwas Essbares zu finden. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hab Hunger. Wenn Robin und Will nur in der Gegend rummummeln, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Die Idee ist gar nicht so schlecht, finde ich. Wir können uns doch nicht immer nur auf die beiden verlassen. Warum suchen wir uns nicht selbst ein paar Früchte im Wald? Beeilen wir uns. Hoffentlich ist den Jungs nicht zugestoßen. Ich mache mir richtige Sorgen. Ich auch. Will, hast du da oben was gefunden? Nichts. Hier gibt es rein gar nichts. Was machst du denn da? Hier riecht's irgendwo ganz köstlich. Aha. Ja, du hast recht, es riecht mehr als köstlich. Es kommt von da drüben. Ah,
schmeckt das prima. Mir gelingt aber auch alles. Bin wirklich einer der besten Köche der Welt. Was willst du denn hier, Robin? Guten Tag, Mudge. Soll das etwa bedeuten... Das ist ein äußerst geheimes Versteck, aber nicht weiter sagen, das muss natürlich unter uns bleiben. Ganz geheim, wenn du verstehst, was ich meine. Von hier kommt also der köstliche Duft, der uns in die Nase steigt. Oh je, oh je. Oh, oh, oh. Hey, Mudge, wie lange dauert das denn noch? Ist das Essen noch nicht fertig? Ich habe einen riesigen Hunger. Das ist ja unglaublich. Was macht ihr denn hier? Das ist schließlich unser Versteck. Das könnt ihr auch behalten. Wir haben uns nur verlaufen, verstanden? Ach ja? Ich glaube kein Wort. In Wirklichkeit seid ihr hier, weil ihr Kohldampf habt. Tja, es muss schon recht mühsam für euch feine Pinkel sein, in den Wäldern zu leben und nicht zu wissen, wie ihr euren Wanst füllen sollt. Ja, es fällt uns noch sehr schwer. Aber wir kommen schon zurecht. Da habe ich aber meine Zweifel, mein Lieber. Komm, Chef, wir lassen Sie in Ruhe und gehen erstmal essen. Es schmeckt ganz vorzüglich. Aha. Komm, Will, wir verschwinden hier. Ja. Hm? Oh, unser schönes Essen, alles verdorben. Oh. Ah! Wer seid ihr überhaupt? Wisst ihr, mit wem ihr es hier zu tun habt? Das kann euch Kopf und Kragen kosten. Wir sind die gefürchtete Sherwood-Bande. Und wer gibt sich die Ehre, mit euch zu sprechen? Der berüchtigte Little John. Mal greift sie endlich an, schickt sie zur Hölle! Das sind Söldner. Denen ist es egal, gegen wen sie kämpfen. Sie werden dafür bezahlt. Matsch! Los, kommt! Wir nehmen diesen Pfad! Verschwinden wir! Geschieht ihnen recht. Die sahen aber wirklich verdammt gefährlich aus. Es gibt keinen Gegner auf der ganzen Welt, der uns gefährlich werden kann. Sie und dann bringen wir sie nach Hause. Robin und Will werden bestimmt schon eine ganze Weile auf uns warten. Ah!
Mit ihren schweren Rüstungen werden die Söldner bestimmt nicht durch den Fluss kommen. Richtig, also los, da entlang! Gehen einfach durch. Es wird schon noch tiefer. Ein kühles Bad wird die Hitzköpfe abkühlen. Es ist vorbei. Tunnel, der unter dem Fluss lang geht. Hallo, da seid ihr endlich. Wir haben schon lange auf euch gewartet. Ich bin gespannt, was ihr noch zu bieten habt. Und los! Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Wer sich mit mir einlässt, muss früh aufstehen. Was machen wir jetzt? Wir geben auf gar keinen Fall auf. Sie sind stärker als wir. Sie werden uns sowieso kriegen. Wie wär's, wenn wir die Grube als Falle benutzen? Und wenn sie in der Grube sind, begraben wir sie einfach. Großartig, Matsch. Und weil du so schlau bist, bist du auch unser Lockvogel. Ich? Aber warum denn immer ich? Halt den Mund! Wir haben's geschafft! Hurra! 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 Ja! Geschafft! Ja! Da habt ihr's! Da habt ihr's! Da habt ihr's! Ja! Immer fest in den Rauch! Ja! Seht ihr? Und wir wissen nicht mal, mit wem wir das Vergnügen hatten. Jetzt sitzt ihr in der Falle. Jetzt sitzt ihr in der Falle. Oh. Ha ha ha!
Das ist Barbaras Stimme. Meinst du wirklich nichts wie los? Hey, hey, wartet doch! Robin, Hilfe! Bitte hilf uns! Vorsicht, da drüben sind sie. Befreien wir sie. Haben Sie eure lieben Freunde eingefangen? Sagt mal, wie ist denn die Luft da oben? Los, kommt! Hey! Können Sie nicht einfach im Stich lassen? Mir nach, Leute! Ihm nach! Ihm nach! Endlich seid ihr da! Barbara, Gott sei Dank haben wir euch gefunden. Wir holen euch da runter. Ja. Einen Moment noch. Hey, ihr, die Pilze gehören euch gar nicht. Es war schwierig genug, sie zu finden, und dann mussten wir sie auch noch einsammeln. Lasst unser Essen in Ruhe. Hört mir überhaupt jemand von euch zu? Was soll ich bloß tun? Ich muss doch meinen Chef retten, aber diese drei sind einfach unschlagbar. Oh je, wohl bekomm's. Ach, mit einem leeren Magen möchte ich wirklich nicht sterben. Jei. Matsch! Ich sag euch eins, lasst sie sofort frei! Matsch, mach, dass du wegkommst, du Dummkopf! Bis jetzt hast du gewonnen, aber nimm dich in Acht! Ich, Matsch, der Schreckliche, waffengewandt und gefürchtet von allen im Sherwood Forest. Ich werde dich schlagen, es wird eine Riesenniederlage. Komm nicht näher, mach keine Dummheiten, versuche dich zu retten, Matsch! Komm schon, zeig ein bisschen Mut! Was ist denn hier los? Diese Dummköpfe, sie haben keine Ahnung. Sie haben von den Lachpilzen gegessen. Von den Lachpilzen? Tja, sobald jemand diese Pilze isst, kann er nicht mehr aufhören zu lachen. Der Körper wird ganz taub und nach einer Weile ist man gelähmt. Eine gute Gelegenheit für uns. Das sind doch nur Kinder, hilflose Geschöpfe. Mit ihnen wird Guy von Gisborne im Handumdrehen fertig. Wie schön. Und sobald ich Marion adoptiert habe, fällt mir ihr ganzer Reichtum zu. Baron Alvin! Nein, das ist doch nicht zu fassen. Ein Mann vom Format des Guy von Gisborne. Na, heute war ja jede Menge los. In Sherwood Forest, nicht? Hier, wie wär's mit einem frischen Fisch? Jedenfalls waren Sie sehr gefährlich. Ich habe schon gedacht, wir werden nie im Leben mit Ihnen fertig. Wahrscheinlich hören Sie sich gerade die Strafpredigt von Baron Alwyn an. Oder Sie amüsieren sich immer noch auf dem Floß. Na dann, gute Fahrt. Ich wollte nur mal fragen, ob euch das Abendbrot schmeckt. Matsch, du verdammter Mistkerl! Na
Na, wenn ich dich erwische, mache ich aus dir Kleinholz! Aber du bist ja schon so klein, verflixter Bengel! Ich hab dich! Das müssen wir füßen! Matsch! Aua! Ich riss die Nase ab! Lord Erwin hat mir aufgelauert und mich als Geisel genommen. Ich war auf dem Weg zu seinem Schloss in Nottingham. Du warst die Geisel von Lord Erwin? Wie schrecklich! Meine Eltern waren völlig verzweifelt. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten mich mitgehen lassen. Sonst hätte Lord Erwin seine Soldaten auf uns gehetzt. Sie hätten unser Schloss zerstört, unsere Tiere getötet und unsere Ernte verbrannt. Wir hätten alles verloren. Das Kreuz, wo ist es? Oh nein, unser Versteck ist nicht mehr zu retten. Die Flucht schlagen. Verzweifelt nicht, wehrt euch! Angriff! Das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Spiele. Wer sagt denn, dass ich spiele? Wirf mal einen Blick darüber. Das ist unsere Geheimwaffe. Wenn ich stark genug an diesem Seil ziehe, kann ich den Holzstoß in Bewegung setzen. Das schaffst du niemals allein. Du hast recht. Pass auf. Ich habe eine glänzende Idee. Du bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit erzählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat Leute, da unten ist etwas, eine Kutsche. Ah, das gibt eine schöne Beute für uns ab. Ich glaube, das muss ich sofort dem Chef erzählen.
hin und ergebt euch. Ihr habt keine Chance. Wer bist du? Was soll das? Mach den Weg frei für uns, Junge. Ich bin Matsch. Autsch! Besser! Es hat 3 Monate gedauert, sie zu bauen. Ich werde allein gegen euch kämpfen. Nein, warte! Hallo Chef, alles in Ordnung? Du bist also der Anführer dieser Diebesbande. Allerdings, du hast recht. Ich bin das Oberhaupt der Banditen von Sherwood Forest. Und mein Name ist Big John. Big John? Ach, wirklich? Genau. Du trägst schöne Kleider, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass ihr Adligen Lügner und Betrüger seid. Du bist wohl hungrig. Na gut, du bekommst eine Schale frische Milch, aber nur, wenn du versprichst, ganz brav zu sein. Der harte Bursche spielt mit einem Schmusekätzchen. Ich würde sagen, Little John passt besser zu ihm. Das gefällt mir, Little John. Wie kannst du es wagen, mich lächerlich zu machen? Ich fordere dich auf der Stelle zum Duell. Merkt ihr genau die Regeln? Wer als erster fällt, der hat verloren. Einverstanden, aber wenn ich gewinne, musst du das blonde Mädchen freilassen. Mich hat noch niemand besiegt. Du hast keine Chance. Robin, pass auf! Ja, pass auf! Es wäre doch gelacht, wenn du nicht gewinnen würdest. Nur nicht müde werden, Chef. Bleib dran, schlag ihn nieder. Bist du der tapfere Held, der mich vor dem Riesen gerettet hat? Ich danke dir von ganzem Herzen. Meine Dame, das soll wohl ein Scherz sein. Weiter so! Hurra, hurra, ja! Entschuldigt bitte, könnt ihr mir vielleicht sagen, warum die beiden kämpfen? Der Bandit hat Robin zu einem Duell gefordert. Wenn Robin gewinnt, wirst du freigelassen. Oh, peinlich. Das ist ja wirklich schrecklich vulgär. Ein echter Gentleman würde niemals um eine Dame kämpfen. So, jetzt mach ich dich fertig. Nein! Winifred! Hab ich dich endlich! Lass uns jetzt weiterkämpfen, ich geb's dir! Lass mich los. Nicht einschüchtern! Gib auf, du kannst mich nicht besiegen, verstehst du? Das werden wir ja Was sehen! Was hast du vor, willst du da weglaufen? Nein, aber ich will nicht gegen dich kämpfen, du hast das Leben meiner Cousine gerettet! Das hat nicht das Geringste mit unserem Duell zu tun! Wir Banditen führen unsere Kämpfe immer zu Ende! Oh mein Kopf! Vorsicht, der Banditen! Er geht in Deckung! Weg hier! Wir müssen unser Versteck vor dem Angriff sichern! Ach, Matsch, sieh nicht tatenlos zu, lauf los und hol Verstärkung, beeil dich! Ja, Sir! Ich fürchte, die Soldaten von Lord Elwin greifen uns an. Elwin ist dir auch auf den Fersen? Warum verfolgt er dich? Ich bin Marion, ein Mitglied der Familie Lancaster. Der Bandit und ich gebe die Befehle hier im Sherwood Forest, verstanden? Also, wenn euch euer Leben lieb ist, gebt mir sofort euer Vermögen und macht euch dann aus dem Staub. Na los, ich warte! Du willst ein gefährlicher Bandit sein? Du bist ja noch ein Kind, dass ich nicht lache! Wenn du uns ausrauben willst, versuch es doch! Kommt doch her, Gentlemen, wenn ihr euch traut. Tretet vor und kämpft. Ich bin bereit. Ich zerschlag euch die Knochen im Leibe. Was geht hier vor? Warum rennt ihr plötzlich alle weg? Diese Feiglinge. Was ist denn da los? Da schreit jemand. Es kommt von da drüben. Nein, nicht! Nein!
Wenn du dich nicht zusammenreißt, fressen dich meine Riesen auf. Das darfst du nicht zulassen. Sie ist nur ohnmächtig. Sie wird schon wieder aufwachen. Oh, was haben wir denn da? Ein Kreuz aus purem Gold. Das muss sehr wertvoll sein. Ich werde sie durchsuchen. Ja, es könnte sein, dass sie noch mehr Schätze bei sich hat. Was war das? Wer seid ihr? Wie kannst du es nur wagen, ein hilfloses Mädchen auszurauben? Du solltest dich für diese Feigheit schämen. Was soll das heißen? Es ist nicht meine Schuld, dass sie ohnmächtig ist. Kommt her, ihr Riesenkrieger! Verjagt diese Kinder! Bringt ihnen das Fürchten bei Attacke! Yeah.